Es kommt ja nicht sehr oft vor, dass sich eine biblische Geschichte fast wörtlich wiederholt in der heutigen Zeit. Die Geschichte war in der Schweiz in einer Firma, die sich anständig benommen hat. Die hat während dem Lockdown darauf verzichtet, ihre Leute in Kurzarbeit zu schicken und hat trotzdem allen den vollen Lohn gezahlt. Steuerzahler konnten so einen Haufen Geld sparen. Ein Teil dieser Angestellten hat aber trotz Corona Haufen Arbeit gehabt. Andere dagegen haben Minusstunden aufgehäuft und die haben so viele Minusstunden, dass sie nicht mehr nachholen können. Und jetzt muss die Firma die Situation bereinigen. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass sie die Minusstunden einfach streichen. Nur, damit sind die ja überhaupt nicht zufrieden, die durchgebügelt haben. Die sagen, hey, ich habe viel mehr geschafft als die anderen, kriege ich dann mehr Lohn? Die fühlen sich benachteiligt. Es ist völlig offen, wie die Firma jetzt aus dem Dilemma wieder rauskommt. Parallel hat Jesus ganz eine ähnliche Geschichte vor 2000 Jahren erzählt. Ein Winzer braucht zusätzliche Arbeiter. Darum ist er am Morgen zur Vermittlungsstelle gegangen, das war damals der Marktplatz, und hat Leute eingestellt. Morgen um 6 Uhr hat er die ersten Arbeiter angestellt. Aber es hat nicht gelangt. Da ist er um 10 Uhr nochmal gegangen, um 2 Uhr wieder, um 3 Uhr nochmal, um 5 Uhr wieder. Und jedes Mal hat er neue Arbeiter heimgenommen, die ihm geholfen haben zu arbeiten. Am Abend hat er den Lohn ausgezahlt. Jedem das, was er abgemacht hat. Die, die um 6 Uhr gekommen sind, haben ihren Tageslohn bekommen. Und denen, die später angefangen haben, hat er auch den vollen Tageslohn ausgezahlt, genau gleich viel wie die früh angefangen haben. Sogar denen, die erst am 5 Uhr zu oben in den Weinberg gekommen ist. Da sind natürlich die verrückt worden, am 6 Uhr am Morgen angefangen haben. Die haben gesagt, wir haben den ganzen Tag geschafft, dann könntest du uns ja jetzt ein bisschen mehr geben. Aber der Winzer winkt ab. Er sagt, der hat doch genau das bekommen, was wir abgemacht haben. Also könnt ihr zufrieden sein. Ich mache doch mit meinem Geld, was ich will. Schau, so ist Gott. Genau so. Er schaut nicht so fest auf die Leistung. Ihn interessiert nicht so fest, ob jemand lange oder weniger lange arbeiten konnte. Ihn interessiert, was du brauchst. Ein Tageslohn früher hat bedeutet, dass eine Familie für einen Tag genug zu essen hatte. Und darum hat der Winzer den anderen mehr gezahlt. Weil wenn er weniger gezahlt hat, nach ihrer Leistung, hat die ganze Familie müssen hungern. Gott gibt, was wir brauchen. Gott gibt, was du brauchst. Und nicht, was du kannst leisten. Wenn du viel machen magst, wenn du noch richtig bügeln magst, sei dankbar und freu dich, dass du noch magst. Und wenn nicht, kannst du darauf vertrauen, Gott gibt uns das, was wir brauchen. So ist Gott zu uns. Ich wünsche dir jetzt ganz einen guten Tag. Pietigat.